So, kurze Unterbrechung. Musste kurz noch was abklären. Und weiter geht's. Ich hatte vorher kurz auf jeden Fall Sichtkontakt schon wieder fast hergestellt. Und derweil habt ihr es wahrscheinlich gesehen. Zwei Paganizonder machen ja auch nicht. Und Leute, das ist nicht gut. Vor allem. Oh Gott. Vor allem, weil sie jetzt mit gleichem Hack kleben und erfahrene Leute wissen, wie klein das Karussell jetzt. Gleich kommt der Galgenkopf und dann geht's auf die Döttingerhöhe. Und ja, wie ihr wahrscheinlich seht, der erste Paganizon, der hackt mir im Hack. So, und jetzt McLaren, würde ich mal sagen, schau die Hufen. Denn deine PS brauche ich jetzt. Okay, gut, er hat noch einen siebten Gang. Und der Pagani. Boah. Kommt nicht so wirklich näher. Aber noch ist nichts getan. Hier nochmal scharf bremsen. Letzte Kurvenpassage hier. Jetzt nochmal gleich eine Rechtskurve. Und dann ist es im Ziel. Boah, Alter. Nicht mehr überholen jetzt. Jawohl. Hey, gut gemacht. Du stehst auf dem Treppchen. Genau das war mein Ziel. Und ja, da werde ich schon überholt. Mit 7,36. Ja, wäre dritter auf der Speedrun gewesen. Die Bugatti Veyron hat doch gewonnen mit einer Sekunde Vorsprung. Da seht ihr, Paganizonder F, Paganizonder F. Ja, okay. Gut, gehen wir weiter. Bin ich auf jeden Fall schon mal zufrieden mit mir, dass ich das endlich hingekriegt habe. Naja, endlich zwei, drei Versuche gebraucht. So, jetzt schlechte Husten zurück. Ich muss mich kurz muten. Und das ist sehr ätzend immer, wenn ich viel rede. Und da wird meine Stimme meistens schlechter. Juhu. Und vor allem in der Schule ist das auch. Wurde heute irgendwie zweimal ausgefragt und irgendwann habe ich dann nur drum gekrätzt. Und die Lehrer nehmen dann nicht auf sowas Rücksicht, ne? Nein, niemals. So, jetzt gucken wir aber trotzdem nochmal auf Modern A. Gratuliere, Mann. Du fährst jetzt in der obersten Klasse. Die Wagen hier sind leistungsmäßig der letzte Schritt vor den Werkswagen und GT3. Und die Konkurrenz? Tja, die wird echt hart. Ah, dass die Konkurrenz hart wird, das ist wohl klar, ne? So, okay. 4 Minuten und Wagenwechsel. Ich werde mal auf den Nissan GT-R wieder zurückgreifen. Und ja, es wird direkt gestartet. Ich hoffe, damit komme ich gut durch. Dubai, 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 Dubai. Ich meine, das bin ich auch schon mal gefahren. Ich erinnere mich immer nur an ein Fail-Video. Heute fahren wir auf der National-Strecke. Das heißt, eine heftige Gerade und eine Menge anspruchsvolle Kurven. Konzentrier dich. Naja, okay, gut. Mit dem Wagen muss ich mich sowieso konzentrieren. So, die schnupft da doch schon mal alle mit links. Also gar kein Problem. So, also. Wow. Hier ging es ein bisschen weit raus. Oh, naja, gut.
nehme ich an, wobei auch an der Formel 1 Strecke. Wenn das die nicht... Nein, das ist die nicht. Okay. Aber dafür hasse ich den Wagen. Nein, Schmarrn, ich liebe diesen Wagen. Er könnte nur etwas kontrollierbarer sein. Es hat sich wohl wirklich ein Konkurrent gefunden. Aus der Marke Nissan. Aus dem gleichen Haus. Boah, Alter. Ja, ramm mich halt. So, und diese Kurven sind wirklich nicht gut. Für mich. Die Geraden sind gut. Die nächsten jetzt kommt. So. Das zeigt man mal, Kollege. Aber sieht nicht schlecht aus, was der leistet. Ja, natürlich. Alter, habt ihr das gesehen? Ja, natürlich. Ich werde wieder voll weggedrängt. Ja, und noch einmal, natürlich. Jawohl. So, heftiges Unterschneuern jetzt. So, sorry Leute, ich rede gerade nicht viel, ich weiß. Ja. Weißt du, mich wie nach voll rammen. Scheiß auf die Speedwall. Und sorry, das war krass abgekürzt. Darfst doch wieder vorbeifahren. Ja, schaffst es aber nicht, ne? Ehrlich, wenn es nicht packst, dann nicht mein Problem. Boah. Ich habe gedacht, das Viech hat Allradantrieb. Ich schaffe dann auf dieser kurzen Geraden locker die 300. Also ist ja gar kein Problem. Ich mache jetzt vielleicht mal eine freie Runde für mich. Mit der ich auch wenigstens etwas anfangen kann. Kenne ich so wirklich, aber... So, hier muss man auf jeden Fall dran denken bei diesem Auto. So, hier wieder das Untersteuern. Dass man früh genug die Lenkung aufmacht. Ja, der steht da immer noch. Oh, der ist Schrott. Ja, was wollte ich sagen, dass man hier früh genug die Lenkung aufmacht, bevor man wieder voll aufs Gas geht. Ah, hier, Alter, hier kann ich nicht ohne Abkürzung durch. So, da hinten betteln sich wohl zwei. Ich schätze mal, irgendwie McLaren mit Nissan. Deswegen kann ich hier schön meine Runde zu Ende fahren. Und dass ich es gewonnen habe. Du bist richtig gut. Trotz gefahren. Dreher. Genau so muss das aussehen. Keine Ahnung. Ein paar Crashs. Na, ganz schlechten Zeit. Na, 1:22:2, ja, sieht man. Davor 2:1:31er, also 20 Sekunden. Kannst du da wegziehen. Ja, also der Start war schon heftig. So, genau, jetzt mach mal. Road America. Machen wir noch.
Ach ja, das ist ja meine Paradestrecke. Mal schauen, wie das jetzt mit dem Paradeauto ausgehen wird. Ja, ich habe auf jeden Fall nächste Woche Ferien. Wahrscheinlich habe ich dann schon Ferien, wo ich das hochlade. Ich bin ja das Wochenende nicht da. Auf jeden Fall, die lange Gerade taugt. Die zwei lange Geraden taugen. Das ist natürlich wieder was für mich und den Nissan. Das würde mich ja auch schon noch mal reizen, den Porsche auf Wechselbord zu bringen. Okay, ich sag dir, wenn grün kommt. Genau, sagt mir, wenn grün kommt. Könnt ihr ja mal einen Kommentar schreiben, ob ich den Porsche auf Wechselbord bringen soll. Das würde mich reizen. So, grünes Licht. Ja, Leute, vielleicht merkt ihr es. Ich habe hier einen kleinen Cut eingebaut. Wahrscheinlich habt ihr es sicherlich gemerkt an den Gegnern. Denn ich hatte letztes Mal einfach gar keinen Bock mehr auf dieses Rennen, da ich es schon so oft gefahren bin. Habe es bestimmt 10 Mal probiert und habe es nicht geschafft. Denn es liegt einzig und allein am Auto. Letztes Mal. Und es lag auch an den Gegnern. Und es lag auch an dieser verschissenen Linie, die Need for Speed bzw. EA so dumm hier gebaut hat. Also könnt ihr sehen, ich fahre locker noch Vollgas, bevor ich hier erstmal anfange zu bremsen. Und selbst das war noch zu früh. Ich habe jetzt auch gelernt, mit diesem Wagen hier umzugehen. Nicht zu viel aufs Gas in der Kurve. Denn dann nutzt doch die eingebaute Traktionskontrolle sozusagen nichts. So, das war auch schon wieder fast ein bisschen spät. Aber noch alles im grünen Bereich. Und ja, ich bin ja sozusagen... hier nervt die Sonne ein bisschen. Naja, ich bin ja sozusagen wieder von meinem Kurzurlaub, Kurztrip zurück. Hab die alte Heimat wieder hinter mir gelassen. Die sozusagen alte Heimat. Und wie ihr seht, es spiegelt sich schon heraus. Ich habe einen Gegner. Ja, letzten Mal waren es 2 Gegner. Die mir das Leben dann schwer gemacht haben. Das sind die Porsche-Leute. Oh, das war zu spät. Und ja, solche Einladungen mache ich öfters. Leider konnte der Porsche sie noch nicht annehmen. Aber er ist mir doch schon wieder sehr nahe gekommen. Und ja... Wie gesagt, ich bin ein sehr froher Mensch, ich mache gerne Einladungen. Aber jetzt muss ich leider sagen, nee, hab gerade gar keine Lust. Und mach mich auf die Socken mit 330 gut. Aber mit behutsam auf dem Gas. Vor allem mit diesem Auto. Da gebe ich euch den Tipp. Boah. Behutsam mit dem Gaspedal umzugehen, vor allem in Kurven. Denn da kommt das Heck doch schon mal sehr gerne. Sozusagen in der Fachsprache das Übersteuern. Und ja, ihr seht hier die Linie. Glaub, habe ich schon mal kritisiert gerade. Das nervt halt einfach nur, wenn du dich nicht darauf verlassen kannst. Also kann ich ja schon fast ohne sie fahren. Also das muss ich schon ehrlich zugestehen, da hat EA irgendwie in dieser A-Serie ein bisschen Mist gebaut. Denn theoretisch kann ich ja auch direkt ohne sie fahren. Natürlich, als Anhaltspunkt ist sie gut. Oh, aber wenn man halt so eine Strecke dann schon irgendwie 10 Mal gefahren ist, dann weiß man auch ungefähr, wo die Bremspunkte liegen. Nur vor allem bei so einem LP hat man nicht die Zeit. Oh, das kann auch schon wieder zu spät gewesen sein. Nee, genau richtig. Nur beim LP hat man halt nicht die Zeit, so eine Strecke wirklich 10 Mal zu fahren. Außer man ist so einer wie ich, der es die ganze Zeit verkackt. Obwohl ich sagen muss, dass es jetzt gerade ziemlich gut aussieht. So, die letzte Kurve nochmal schön rausbeschleunigen auf die lange Gerade. Und dann muss ich noch einen Dankgruß loswerden.
und gewonnen. Ist ein schönes Gefühl zu gewinnen, oder? Ja, durchaus.